Hallo, mein Name ist Dr. Christa Bongert. Ich leite die kardiologische Abteilung der Klinik Höhenried. Als kardiologische Rehabilitationsklinik haben wir eine spezielle Zertifizierung für den herzkranken Diabetiker. Somit sehe ich in der Nachbehandlung von Herzpatienten nach Eingriffen und Operationen sehr viele Diabetiker. Diabetiker haben im Vergleich zu Nicht-Diabetikern noch einmal spezielle Notwendigkeiten und Bedürfnisse in der Behandlung ihrer Risikofaktoren. Jeder 10. Erwachsene in Europa leidet an Diabetes mellitus. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Die Zahl derer, die an einer Vorstufe des Diabetes leiden und meistens nicht einmal etwas davon wissen, ist sehr viel höher. Sie sind wie beim Eisberg also noch unter dem Meeresspiegel. Der Diabetes mellitus ist sehr eng mit dem Übergewicht verknüpft. Und somit können sogar schon Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an Diabetes mellitus leiden, den man früher als Altersdiabetes bezeichnet hat. Von Diabetes mellitus spricht man, wenn der über die Nahrung aufgenommene Zucker nicht mehr in die Körperzelle zur Verstoffwechselung aufgenommen werden kann und somit übermäßig im Blut nachweisbar ist. Die hohen Zuckerwerte schädigen auf Dauer Herz, Hirn und Niere. Die Vorstufe des Diabetes mellitus, das sogenannte metabolische Syndrom, ist eine Kombination aus Übergewicht, vor allem mit Fettablagerungen im Bauchbereich, erhöhten Blutdruckwerten, einer Fettstoffwechselstörung und einer gestörten Zuckertoleranz. An Übergewicht leidet in Deutschland mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Die Ursache ist eine zu reichliche Nahrungsaufnahme, vor allen Dingen der sogenannten ungesunden Nahrungsmittel und zu wenig körperlicher Aktivität. Damit ist der Weg dann nicht mehr weit zur Entwicklung eines Diabetes mellitus. Der Diabetes ist also eine reine Wohlstandserkrankung, die man durch eine ausgewogene, gesunde Ernährung und durch regelmäßige körperliche Aktivität in vielen Fällen verhindern kann. Da der Diabetes unsere lebenswichtigen Organe wie Herz, Hirn und Nieren schädigen kann, ist eine rechtzeitige Diagnosestellung und regelmäßige Überwachung der erkrankten Patienten notwendig. Neben der medikamentösen Behandlung ist eine gesunde Ernährung und vor allen Dingen regelmäßige körperliche Aktivität ein wichtiges Element, um den Blutzucker gut zu kontrollieren. Körperliche Aktivität verringert den Blutzuckerspiegel, da über bestimmte Mechanismen auf Zellebene Blutzucker ohne die Hilfe von Insulin in die Körperzelle transportiert werden kann. Somit kann man die Dosis von Diabetesmedikamenten sogar reduzieren. In unserer Rehabilitationsklinik sehen wir immer wieder Patienten, die es durch den regelmäßigen Sport schaffen, ihre Medikamente ganz absetzen zu können. Geeignet sind Ausdauersportarten, ganz besonders aber auch Kraftausdauerübungen. Am besten, sie bringen Abwechslung in ihr Sportprogramm. Das macht mehr Spaß und hilft ihnen auch, dauerhaft dabei zu bleiben. Ein gesunder Lebensstil mit ausgewogener Ernährung und regelmäßiger körperlicher Aktivität hilft, die Entwicklung eines Diabetes mellitus zu verhindern oder zu verzögern und ist ein wichtiger Baustein in der Therapie bei an Diabetes erkrankten Patienten. Weitere Informationen und Übungsprogramme zu Diabetes finden Sie in den folgenden Filmen und in unserem Expertentalk.